Nah, wo man nur über Scheiße was hören kann und Trash und sowas. Kannst du mir das sagen? Ja, Mann. Ich glaube, oh, Flo Mann. und Tom, die haben einen eigenen Kanal ja gegründet. Geil. Und da machen die ja, richtig Mann. Trash Talk und sowas. Immer rein. Ja, Mann, mach das mal. Das ist wirklich richtig oh. geil, Diggi. Man das muss halt. Mal. Oh. Ja, mach das mal, rein. Diggi. mach das mal, Mensch. Oh. Felizio, der alte Held. Du ein Typ mal Alter, mein kennt. Du so wenig Droger und Käse, Digga. Oh, ja, man, so sieht das aus immer wieder da. Ah. Was können wir denn sonst ah, noch nee. hören da? Oh. Naja, Reactions und sowas geht da schon klar. Was geht denn? Ja, ja. Ja YouTube-Videos oder? Was geht denn? und Edelmann. Die großen Filme und sowas gibt's Zusammen ja auch. Edelmanns Strickloge. Warum oh, nee, wirklich da?

wie gesagt, jeden Tag ein Stream. Dieses Ziel muss ja erfüllt werden. Deswegen jetzt schon wieder online. Und die absolute Frechheit. Ach so, ich muss erstmal natürlich fragen: Wie immer hört man mich? Ich habe einen Pegel offen. Ich habe einen Pegel, ich sehe das. Aber man weiß ja immer nicht, ob ihr das auch hört. Also gebt mir kurz ein Ja. Gebt mir ein Ja, wenn ihr die holden Stimmchen hört. Einmal kurz was reinschreiben, Daumen hoch oder ja oder du Schwein, irgendwie sowas. Ja, ich komme gerade aus dem Zoo, nämlich heute Morgen mit Mappy straight in den Zoo reingefahren. Was schreibt ihr? Brille ist nicht auf. Piep, ja, super. Curly. Ich war Zug, äh, im, im Zoo mit Mappy und äh, was für ein Loch im Hemd. Schreibt Dennis, geile Sau. Loch, ich würde eher sagen, Loch in der Tasche. Alter, zoologischer so Garten. Diggi, 40 Euro gleich losgeworden für richtig ekelhafte Currywurst, ekelhafte Pommes und noch ekelhafte Geflügelwiener, die Mappy aber so dermaßen weggezogen hat, dass es jetzt richtig geil Spritzstuhl gibt, aber im Mittagsschlaf. Es ist wie es ist, dann ist er natürlich im Auto schon mal eingeschlafen, was eigentlich verheerend ist für den Mittagsschlaf danach. Leute, ich als sozusagen noch frisch gebackener Neuvater habe das jetzt nach einem Jahr begriffen, dass es ziemlich kacke ist, wenn das Kind im Auto erstmal einschläft, weil dann trinkt man es raus und dann ist es erstmal wieder wach. Jetzt habe ich gerade fast eine halbe Stunde probiert, dass er wieder pennt irgendwie. Und immer wenn ich die Augen aufgemacht habe, war sein Gesicht so vor mir mit so Augen, die mich angeguckt haben. So, Scheiße. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Habe mich nach oben gestohlen, weil natürlich, wer hat gesagt, ey, Flo, lass uns 13:30 einen Trash Talk Stream machen? Na, ratet mal. Wer war das wohl? Und ich mir voll Action gemacht, weil ich hätte ja auch um 14 Uhr gekommen. Ja. Und jetzt mache ich Sandy an. Business Call bei Tom. Er weiß nicht, wie lange da dauert. Er kommt gleich nach. Ich hätte mir überhaupt nicht so einen Stress machen müssen. Verdammte Scheiße. Es ist wie immer, wenn man mit abgehobenen Schweinen zusammen Kanal macht. Unzuverlässiger. Unzuverlässig wie nichts. Oh, es wird ihn so wurm, wenn er das hört. Aber es ist, wie es ist. Aber ich bin da. Das ist ja das Wichtigste, weil Trash Talk ist ja praktisch. Genau mein Ding sozusagen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe gestern fleißig Aito geguckt, wie man so schön sagt. Oder Are You the One VIP? Are You the One, wer es nicht von euch weiß, ist so eine absolut bodenlos-hodenlose Kuppelshow, wo 20 Kandidaten, 10 Typen, 10 Frauen, Ihr Perfect Match äh, finden müssen. In, glaube ich, drei Wochen. Ja. Und wenn sie das schaffen, wenn alle zehn ihr Perfect Match äh, finden, kriegen sie 200.000 Euro, die Schweine. Also nicht jeder, sondern alle zusammen. Sprich, für jeden 10.000. Yes. Ähm, ja. Das habe ich mir gestern reingezogen äh, und wollte jetzt mit Tom darüber reden. Aber Tom ist noch nicht da. Insofern begrüßen wir doch mal den Chat, ihr Schweine. Andy K. -Punkt. Na, Mann, Mittagspause oder was oder wie oder was oder wo. Du hast irgendwas von Fahrgästen geredet, an die K. -Punkt, oder? Das heißt, was ist es? Taxi, Bus, Bahn? Hab keinen Fahrschein immer am Start. Dennis Gerd aus Plauenpelle ist auch da. Curly Sue, du alte Checkerin. Zu Null Zu Null Pape wäre schön, wenn dieser Name mal eintreffen würde. Wird alles stehen und liegen gelassen. Natürlich Pelle, du Bester. Ja, 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 blackie 98 ist auch da. Airtime Flo. Mensch, ey, die ganzen abgehobenen Mega-Checker sind da. Nee, Sport und Sauna. Taxi ist aber leider in der Werkstatt. Ah, aber doch, Taxi ist es, ja? Sport und Sauna, Mann, ey, sollte ich auch mal wieder machen. Ah, aber das, du kommst ja zu nichts mit so einem Kind. Das ist ja das Schlimme. Man kommt zu nichts. Ich habe hier mal ein bisschen Clan in die getarnte Fitnessbottle reingemacht. Mal sehen, wann die Kiste fertig wird. Was hat sie denn, die Kiste? Mein neu gekaufter. VW-Bus, da habe ich ja auch nur Probleme, seit mir dieser, dieser Opa hinten raufgeballert ist an der, an der Ampel, habe ich euch ja erzählt, einfach im Stehen, ich stehe an der Ampel und aus dem Nichts macht es poff, obwohl ich da schon eine Minute stehe und so ein Opa ist von der Bremse seines Dodge Ram irgendwie kurz aufs Gas gekommen und ist mir dann hinten raufgepoltert alles kein Problem, nur ein paar Kratzer in der, in der Stoßstange. Habe ich schön ein bisschen abgecasht, ich doofe Sau. Und jetzt aber plötzlich beim Fahren kriege ich äh, immer ein Unfallzeichen plötzlich ins Display. Aus nichts. So ein rotes Zeichen, wo plötzlich BIEP, Unfall steht. Verstehe auch nicht, warum das Display einem mitteilen muss, dass ein Unfall ist. Äh, kriegt man ja auch so mit. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit Schiss, dass plötzlich der Airbag auslöst. Ich fürchte, ich muss irgendwann den Fehlerspeicher auslösen. Mann, 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 Mann. Du hast drei Kinder und machst trotzdem nebenbei Sport. Ja. Pff, scheiße. Ich habe zwei Kinder und mache die Streams. Das ist mein, meine Art, mich rauszuziehen. Ey Leute, ich war noch nie so müde wie jetzt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir müssen hier in diesem Trash Talk irgendwie die Desperate, die... Desperate Elternstunde einführen für alle Eltern und Leute, die nochmal überlegen, ob sie nicht doch äh, Nachwuchs kriegen wollen. So eine, so eine Loge für Empfängnisverleuchtung oder sowas. Nein, natürlich nicht. Ich habe die ja total lieb. Aber ey, guckt euch diese müden Augen an. Ey, das war schon wieder eine Nacht. Das gibt es einfach nicht. Ich bin fünfmal hintereinander aufgestanden. Erstmal habe ich am längsten natürlich Are you The One geguckt, zur Vorbereitung auf diesen Stream natürlich nur. Und dachte dann irgendwann, okay, ich lege mich jetzt hin, um, weiß ich, 22.30 Uhr irgendwie, weil Meppi die ganze Zeit schon rumgemuckelt hat. Und er schläft schon in seinem Kinderzimmer, gegenüber ist Bett, da schläft jetzt der Ivo, der Neugeborene, meine Freundin und ich. Und erstmal muckelt der Kleine natürlich immer rum und dann hat Mappy im Nebenzimmer immer angefangen irgendwie mega unheimlich im Schlaf irgendwas zu erzählen. Irgendwie so Nein, nein, nein Mama, Mama, Mama Da bin ich aufgestanden, hingegangen dann saß er erstmal im Bett so öh, hat sich wieder hingelegt, bam wieder gepennt sofort, dann bin ich wieder rüber getackelt wieder eingeschlafen, nach 15 Minuten wieder Ah, Mann, 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 nein, 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 nein. Irgendwas erzählt, ich wieder rüber. Hat er schon wieder geschlafen, als ich drüben ankam? Und so ging das fünf, sechs Mal. Ich habe immer so 15 Minuten geschlafen, gerade eingeschlafen, bam, wieder raus. Ey, und dann beim letzten Mal war das so krass: da saß er vorm Bett auf seinem Spielteppich, wie in so einem Horrorfilm, mit so aufgerissenen Augen. Und hat irgendwie, Mama, 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 und Dann bin ich zu ihm hin und meinte, Ey, komm mal, willst du, willst du rüberkommen? Und dann fängt er an zu schreien, aber in einer Lautstärke, sage ich euch, wie in einem Horrorfilm. Wirklich so richtiges Panikgeschrei. Und ich dachte so, Alter, wenn die Nachbarn das hören, das hat sich wirklich angehört, wie als wenn, keine Ahnung, eine Frau gerade schreit, weil ein Typ mit einem Messer um die Ecke steht. Es war, war so laut, dass ich dann einfach genommen habe, habe ihn rübergetragen und dann ey, ist er ja noch mehr ausgerastet. Alter, ich habe das erste Mal richtig Schiss bekommen, so von diesen Nachtschreck-Geschichten. Kennt ihr das, Nachtschreck? Nachtschreck ist irgendwie bei, bei vor, vorwiegend bei Jungs wohl, zwischen, ich glaube, zwei und sechs Jahren kommt er das nachts, was völlig aushakt. Die wissen gar nicht, wo die sind. Schlafwandelmäßig packen sich irgendwo in irgendeine Kiste und fangen an zu brüllen, als wenn da irgendwas steht. Und das habe ich mir dann auch noch vorgestellt. Ich lag dann gestern in seinem Zimmer neben seinem kleinen Bettchen und habe ihn angeguckt und habe gedacht, ey, ich weiß, ich kennt ihr, wie heißt denn das? Es gibt auch einen Film über den Nachtstreck. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, wo der Typ diesen, diesen Filmmonitor oben findet, wo die Familien irgendwie gemetzelt werden oder mit diesem Pärchen, was so übersinnliche Phänomene untersucht. Auf jeden Fall ist es so eine ganz unheimliche Figur, die nur die Kinder sehen, die dann irgendwie. Die malen ihn die ganze Zeit und der steht dann bei denen im Zimmer und so. Und das habe ich mir dann gestern auch vorgestellt. Alter, hat voll Gänsehaut bekommen, weil wer weiß denn, ob sowas nicht wirklich gibt. Naja, auf jeden Fall bin ich komplett ausgerastet, habe vielleicht drei Stunden geschlafen. Ich sage euch, das kann niemand nachvollziehen, der irgendwie solo ist und ein abgehobenes Schwein wie Tom zum Beispiel. Und da ist er schon. Ich bin doch kein Solo. ja, naja, aber du bist halt. Freigeist. Ein Freigeist und jemand, der noch keine Kinder hat. Nee, keine von denen ich weiß. Naja, wahrscheinlich laufen schon ein paar rum, ein paar Spencer. Du unzuverlässiges, abgehobenes Business-Schwein bist doch noch im Stream. Das finde ich sehr gut. Ist dir schon mal aufgefallen, ähm, dass, dass ich Mappys, immer Nase, Mappys Nase sehr aussieht wie meine Nase? <lacht> <lacht> Das war nur ein kleiner Spaß. Das bist, kann man schon mal machen unter Freunden. Aber klar, bist du Schornsteinfeger in Wirklichkeit? <laughs> genau. Oder vielleicht. Und Postbote. Und Yogalehrer. Was ich alles mache. Ich bin gar kein Immobilienmakler. Also bist du bist überhaupt nicht so. Ich habe noch einen Business-Call. Entspann dich. Und jetzt leise hin und her wackeln. Wir, wir müssen ineinander sein. Mach dich schon sein. Mal frei. Oh Gott, das ist ekelhaft. <laughs> Es gibt ja wirklich ey. so Tantra-Kurse, wo irgendwelche Typen mit ihren äh, Frauen hingehen und dann sitzen die sechs Pärchen in so einem Raum. Ey, weißt du, wie geil ich das finde, dass ich äh, warte jetzt auf einen Rückruf? Kann sein, dass ich zwischendurch dann mal kurz raus muss, dass ich, während ich irgendwelche Calls eigentlich habe, hier so einen absoluten asozialen Trash-Stream vor nicht mal 20 Zuschauern mache mit bist, einem richtigen Honk. Was bist denn du für ein Arschloch, ey? Das ist hier endlich mal Content, Content, Content. Und beleidigt ja. man nicht unsere Zuschauer, die vermehren sich... Praktisch wie deine ja, Kinder oder deine Fans <laughs> mit dir. Ähm, es ist unglaublich, Ey, was wir für einen Zulauf haben. Wir haben über 80 Follower nach genau... Zwei Streams. Und wir haben's, ich habe es nur einmal in die Story gemacht. Also, wir kündigen es ja extra nicht groß an, weil wir wollen ja die, äh, wir wollen quasi die Idee der Zuschauer. Wir wollen gesundes Wachstum mit nur geilen Leuten. So sieht's aus. Und ich finde, ja, das ist mega. Ich weiß gar nicht, warum du das so in den Deck ziehst. Mir kommt es nicht auf die Zuschauer an, sondern mir kommt es auf die Qualität an. Die Qualität und der, ist definitiv der gegeben. Beiträge und des Chats. Vielleicht sagst du mal Hallo, Chat zum Hallo, Beispiel lieber Chat, ich freue mich, dass es wieder 18 Leute gibt, die Freitag ab 1 macht wieder 1. <lacht> 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 ah, Du dummes Schwein. Aber es gibt wirklich ein paar, die alles stehen und, und liegen lassen, zum Beispiel an die K. Maxi Burn, der Suh, hat immer Zeit. Maxi Burn ist ja auch schon wieder da, der alte Reichsbürger oder wie, angezogen Richtig. von unserem gestrigen Reichsbürgerbeitrag. <laughs> Ja, das hat ihnen sehr gefallen. Aber dann muss ihnen das ja nicht gefallen haben, weil wir haben ja sehr schlecht über die Leute Wo, Nee, Wir haben es ja schon nachvollziehen können. Auch Gerd aus Plauen war ziemlich verstört, wie er mir geschrieben hat von diesem Beitrag. <laughs> Viele haben schlecht geschlafen, weil sie Klopfgeräusche aus dem Untergrund gehört haben. <laughs> Gerd aus Plauen, ne? der traut Gerd, sich nicht mehr zu fliegen seitdem. Der hat alle Flüge storniert jetzt. Gerd aus Plauen hat auch gedacht: in Plauen, diese komischen Geräusche, die da sind, das, ist, oh, das sind die Amerikaner, die unten irgendwie Tunnel graben. Das oh muss sein. Ich zieh mal also, meine Brille auf. Oh, da bist du. Ey, ich habe mir das gestern noch mal. Ich habe ja tatsächlich die erste Folge schon mal para, so, so nebenbei geguckt gehabt. Ich, ich gucke ja oft auch Trash TV. wenn ich so ein bisschen arbeite, E-Mails beantworte so nebenbei und ich habe es mir mm, gestern ja, noch ja. mal angeguckt. Das ist so geil gewesen diese erste ey, Folge allein. Ich habe auch gearbeitet, habe hab ich gerade erzählt, als du noch gearbeitet hast. Mhm. Also, wo ich als äh, Tantra-Lehrer unterwegs war. Als Tantra-Lehrer irgendwie ein paar Lütten getrunken hast mit irgendwie ein paar Milfs, die ineinander verkeilt neben dir gesessen haben. Oh Gott, das ist das bodenlos. Und ich habe dir gestern noch versprochen, ich zügel meine Zunge ein bisschen. Ja, ja. sowas ist ja okay. So, sowas ist völlig PC. Ja. So <lacht> <lacht> ist ist das völlig ist, okay. Äh, habe ich keine Probleme mit. Du dran. transpirierst leicht. Bist du aufgeregt? Nee, ich komme aus dem Zoo, wie gesagt, und habe mir mega äh, Stress gemacht, damit ich pünktlich in diesem Stream bin. Ja, ich auch. Sorry, dass es Leute gibt, die nicht einfach sagen können, hoch die Hände am Wochenende. Hey, ich habe auch drei Kinder und bin bei fast allen Heimspielen. Auswärts Geht's auch ab und zu. Dazu selbst noch Trainer! Yeah, Pelle! Yes! Ich auch. Das ist stark. Das ich... Fast ich bin auch bei fast allen Auswärtsspielen. Ich bin auch bei fast allen... Heimspielen. Ich habe gestern mal so kurz probiert, zu Hause anzuklopfen. Ja, und das ist so, wir machen ja, ah, da musste ich überhaupt mal zu äußern. Was ist jetzt am 29.? Machen wir den FIFA-Stream? Ja, nein, vielleicht. Ja, denke ja, aber ich bin heute noch nicht dazu gekommen, dass alles in den Kalender... Mach's ist doch richtig. wie Kai, ja, 29. Ähm, äh, also kommen sie jetzt oder... Äh, Ey, übrigens hat Kai Bernstein heute, glaube ich, Geburtstag. Happy Birthday... To you! Nee, das geht Kai Bernstein. Oder wie man es bei gut. ihm macht, genau. Hey, hey, Marius Gessbeck! Zum Geburtstag <laughs> gehen wir heute ins Dorf und prügeln ein paar Glatzen auf! Oh Gott, oh Gott. Äh, ich habe mir heute überhaupt was verzogen. Äh, also der Stream steigt. Mh, ja. seriös ein, wie immer. Dennis hat schon Feierabend, super. Das ist schön. Ich bin vom Thema abgekommen. Ah, warte mal, das finde ich einen sehr interessanten Beitrag. Hi, I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chatbots. Yes. <laughs> Was ist das, Alter? The price is lower than any competitor. The quality is guaranteed <laughs> to be the best. Auto on incredibly flexible and convenient order management panel, everything is in your hands, turn it off, on, customize, go to dodgehype.com. Das ist doch die Seite, wo ich meine ganzen Bots habe. Ich wollte gerade sagen, Dodgehype, der müsste doch wissen, dass ich schon längst abonniert habe, Diggi. Was meinst du, wo meine Followerzahlen herkommen? Das, das Premium-Abo äh, Premium haben wir doch dabei. Vor allem, allem Dodgehype, das ist also, doch der, das der Opa, der mir hinten reingefahren ist, sicher. Sicherlich. Man weiß, was das Geilste ist? Das kann ich euch jetzt mal erzählen, das ist mir erst heute aufgefallen. Das ist Herthas neuer Sponsor! <laughs> Dotshype.com! <laughs> ich glaube auch, Crazy Buzzer klopft an. Übrigens für die Leute, die auch Qualitätsstreams interessieren, deswegen sind sie ja heute hier. Wir haben heute oh. auch noch einen Trash-Talk, nämlich über Hertha um 19.45 Uhr. Yes! Auf welchem Kanal denn bitte? Sagen Sie das doch mal. Ja, nee, auf meinem Twitch-Kanal. Aber oh. ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Ähm, ich wollte voll... was sagen. Ich habe gestern ja. angefragt, wie es dann aussieht. Äh, ich habe das eigentlich ganz klug gemacht. Ich habe äh, so, hab, äh, Dennis eine Sprachnachricht gemacht, wo ich erstmal angefangen habe. Dennis, Testspiel heute. Ähm, es ist ja noch. Ich würde gerne kommen, aber mir ist die Familie wichtiger. Ja, und es ist ja noch Wochenbett, das Kind ist erst neun Tage alt. Das kann ich nicht. Braunschweig nächste Woche. Es lieb, dass du fragst. Aber es ist zu früh. Samstag kann ich leider auch nicht. Samstag kann ich auch nicht. Ähm, Pokerturnier, ich würde so gerne, aber es ist zu früh. Grillen, ähm, Sonntag kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht, genau. Also da bin ich auch raus, aber ich bin im Geiste bei euch, aber Familie ist mir wichtiger. habe fünf Sachen aufgezählt. Und dann habe ich gesagt: äh, Das Heimspiel gegen St. Pauli sieht allerdings ganz gut aus. Das ist ja Abendspiel, das könnte klappen. Und dachte, es wäre total easy eingerichtet und danach uha da war die Laune gar nicht so gut sage ich dir da muss ich sagen aber ziemlich manipulativ wie so manch ein äh, Reality Teilnehmer so sieht's aus damit sind wir doch am Thema der Woche heute aber also, eine Sache wollte ich noch kurz sagen die richtig geil ist die mir erst heute Morgen aufgefallen ist also ich habe jetzt da nichts gemacht wir müssen wir gucken wie wir das machen ich habe das gar nicht gesehen gestern du hast mir die Einlog Daten für den ähm, durchaus seriösen Kanal die abgehobenen Schweine gegeben. Und dann yes. habe ich es heute Morgen gesehen, dass ich bei all. Du hast irgendwie sechs Kanäle, jetzt bin ich bei sechs Kanälen von dir angemeldet. Geil, du bist auch bei der Kochloge, bei der mal, ich, hier, Backloge, ich... bei der Strickloge, bei Edelmanns warte? Strickloge. Ich bin überall What? jetzt angemeldet. Ich habe hier zehn Accounts jetzt irgendwie. Warte das ist mal. doch geil, Digi. Crave In? Yes! Was ist das denn? Grave Inn ist meine alte Punk-Rap-Band. Ach so. Die war mega geil. Das war, wir waren die ersten, die da eigentlich steht. so... Keine ja. Abonnenten. Ja, das ist ja, nur, ist ja nur, da ist auch nie was gelaufen, das war nur mal vorgemerkt. Die ganzen Namen, ich dachte ich, bevor jemand den Namen wegnimmt, mache ich einfach so Channels auf, weißt du? Weil das finde ich ziemlich clever. Ich hatte auch mal äh, so die Idee, so eine Kochloge zu machen, halt praktisch so mit allen möglichen Leuten. Ich kenne ja ziemlich viele abgehobene Schweine. Mhm. Immer so ein äh, irgendwas zu kochen und dabei zu quatschen, ist mir dann durch Alfred Biolek äh, entwendet worden, diese Idee. Und Jan Böhmermann, die Schweine. Ja, ja, deswegen Jan Böhmermann hat sich schon einige Male bei dir bedient, das habe ich auch gemerkt. Immer werden meine Ideen weggenommen von diesem Schwein. Aber gut. Sohn. Trotzdem, zum Beispiel, aber trotzdem werde ich eventuell diese ganzen Kanäle noch in äh, Betrieb nehmen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Safe bei Wolfsburg und Gladbach spielen immer dabei, da ist er da. Ja, da, da bin ich aber richtig in der dritten Halbzeit bei dabei. Ja. Aber nur da mit deinen Kindern. Mit meinen Kindern. Da kennt man mich als den, der immer seine Kinder in den Prügelpit reinschubst. Mach sie fertig! Boah. Los, schlag ihn, schlag ihn! Mäppi, jetzt Mäppi, kämpf! Kämpf, du musst ihm in die Augen treten! Oh, oh. <laughs> oh Gott! Danke, 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 danke. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Hausaufgaben, die du mir gestellt hast. Are ja. you the one VIP? Okay, ich sag erstmal deine äh, Top 3 an Kandidaten. Nee, warte mal, ich hab ja mal was vorbereitet, bevor du mit deinen lächerlichen Wortmeldungen das machst, hab ich hier was vorbereitet. Oh, Südwestpresse, das klingt seriös. Es ist seriös, einmal Felicio in die linke Ecke. Und mich in die Rechte, Rechte man es so. kennt. <laughs> das ist so doof, Alter. So kennt man mich ja. Wir kommen mal zu den Kandidaten. Das hört sich immer eher an, wenn du, wenn du diesen Dialekt nachmachen willst, wenn man das überhaupt Dialekt nennen kann. Der, das ist das, ja, Thüringer. Das bei, dir, ja, bei dir hört sich das einfach an, als ob du Pirat wärst. Ich bin Pirat. Arr. Arrr, oh das war die Ex-Freundin von Yassin. Es ist, wollte ich gerade sagen, das ist die Ex von Yassin, die auch mal bei Temptation Island war. Richtig. Und sich da von ihm getrennt hat, weil Yassin einfach so dermaßen Potty gemacht hat. Und dann immer, das war so geil. Ich liebe ja Yassin, weil er ist einfach. Ich liebe der, Yassin. Ich würde so gerne mit dem Party machen und dann ist er immer am nächsten Tag. Merkt er, was er gemacht hat, und dann sitzt er da wie so ein Schuljunge und sagt: und Dann kriegt er eine Ansage von wem auch immer und dann hört er so zu. und sagt Ich so, wollte ja. dir nicht bieten. Also es, es ey, war, bitte. Ich, war das wirklich so schlimm. Ey, es tut mir voll leid und so. Und dann, ich werde, ich werde jetzt, jetzt werde ich wirklich, ich werde mich jetzt beruhigen. Drei Stunden später, Party! Er <laughs> so Tequila so getrunken und dann den Slip von seiner Ex-Eulen in den Mund genommen beim Tanzen. Am nächsten Tag sagt er: Wie? Das war ein war tanzen. Wie? Und der Slip, der war von ihr? Und denkst du, Mann, du Honk, Alter. Ja, und, und das Geilste war doch dann, wo, ähm, also seine Freunde, so also seine Kumpels da vor Ort, ich meine, das sind jetzt auch nicht gerade ähm, Gesangsknaben, ja. Und die dann so zu, äh, der sagt so, also ich war doch nur tanzen, äh, war das so übertrieben? Und die sagen, ey Bro, das war, das war wirklich übertrieben. Also war das wirklich übertrieben, dass die ihm das schon sagen müssen, dass er übertreibt, ey. Und dann, und dann geht er zu der Ollen, mit der er zusammen ist und macht so. Ey, du bist nicht sauer auf mich, oder? <laughs> so, Alter, weißt du, was du gemacht hast, du Honk? Ich bin schon dabei. Ich habe mich schon befreundet mit ihm auf Insta und ihm schon gut. geschrieben, dass wir ihn unbedingt hier in diesen Trash Talk äh, einladen, äh, um, mal, um äh, hier mal eine geile Reaction mit ihm zusammen zu machen. Er wird beeindruckt sein von unseren Follower-Zahlen und Live-Zuschauern. <laughs> ich denke, wir haben wir haben gute, gute Chancen, <laughs> dass der mediengeile Jassin demnächst hier im Stream auftaucht. Das sehe ich ganz gut. Also auf jeden Fall zurück zu seiner Ex, die sich profilieren will, weil sie mega langweilig ist. Jassin aber mega lustig war. Keine Ahnung, was sie bei The One macht. Ehrlich gesagt, ich finde, sie hat nichts. Findest du? Sie ist ist sie doch. Findest du? Ich finde, sie ist dünn wie ein Brot. Was ja, nun, was ich ja nicht schlimm ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, sie ist langweilig, finde ich. Ja, sie ist halt nicht asozial. Das, und ist, das, das ist langweilig. <laughs> das, das ist langweilig. Ich weiß nicht, also. Sie haben keinen Job mehr, sie sind nicht asozial genug. Aber das Witzige war, als sie reinkam, dass alle sofort gesagt haben: Das ist doch die Ex von Yassin, oder? Also scheinbar gucken die alle die ganze nee, Zeit die, diese Trash-Sendung und wissen genau, wer wer ist. Richtig. Also, Kandidatin Nummer eins, die wird nicht viel Sendezeit haben. Jetzt kommt Kandidatin Nummer zwei, Christina Shakira. <laughs> Weiß ich auch nicht, was ist das denn? Shakira nennt sie sich selber oder wie? Man nennt sie so. Das ist, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ja, und sie nahm am Bachelor und Bachelor in Paradise äh, teil. Also, die Creme de la Creme. Auf jeden Fall sehr qualifiziert, dementsprechend. Ist auch wirklich hohl wie ein Brot, finde ich. Also, bitte. Ja, es ist leider so, weil sie also von Anfang an irgendwie anfängt, äh, mit so einem Typen zu connecten, nämlich dem, was war das? Bruder hast, von Kevin. Dem Bruder von, wie heißt er, Kevin? Calvin. Oder Kelvin. Er heißt Kelvin Klein. Ach ja, heißt er wirklich, ja? Ja. Genau. Und sie ist voll verliebt in diesen Bruder und schiebt aber von Anfang an einen Eifersuchtsfilm, wo man denkt, so. Ey, das gibt's gar nicht. Ist irgendwie ein Tag in diesem Haus <laughs> und macht schon eine Szene, als wenn es ihr Freund seit einem Jahr wäre und denkt so, sag mal, was geht denn da ab? Wie kann, ich glaube, das meint sie wirklich ernst. Das ist keine Show. Ja, glaube auch. Ist einfach kaputt, die Frau, oder? Was sagst du zu ihr? Ich finde es immer interessant, wie man so schnell so eine, ja, so eine emotionale Bindung aufbauen kann. Das ist doch auch nicht ganz normal, oder? Das ist absolut nicht normal. Wie, äh, ich kenne äh, dich jetzt seit anderthalb Jahren und ich finde dich immer noch völlig. Äh, es ist mir völlig egal, was mit dir passiert. Ist bei mir auch so. <laughs> wir, so lange kennen wir uns schon. Also, ich, ich glaube, anderthalb Jahre, oder? Oder ein das Jahr mindestens. Gibt es ja nicht mehr. Kommt es vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Mhm. Deswegen Diese bin ich auch so Liebe eifersüchtig. Diese Liebe war so schön. Deswegen du warst so immer für mich da. Okay, erstmal Noten. Äh, Nochmal zu. Also Interessantheitslevel. Ja. Interessant, wie interessant wird es? Zwei eins ist zehn. Brot, äh, zehn ist. Uhuhu. Aber man muss auch sagen, umso uninteressanter du bist, desto normaler bist du wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Also ich sag eins von zehn, zwei von zehn, so von der Interessantheitsskala. Ja, ja. Zwei von zehn. So, hier Shakira ist schon ein bisschen besser. Ja, die sorgt auf jeden Fall für was, aber irgendwie ist sie auch ein bisschen, also ich finde sie ein bisschen nervig. Ja. Ich auch. Drei, drei von, zehn. Drei von ja. zehn. Wir sind uns mal wieder einig. Wir sind uns wie immer einig. Und jetzt kommt einer meiner favoriten Checker schon. Danilo, die geile Saudi. Erstmal, was, was heißt denn Unici oder Unici? Wollte das heißt er bestimmt, jetzt... Es das heißt bestimmt auf Italienisch. Ähm, Unici. Ähm, United. Ja, richtig. Er ja, ist Manchester United-Fan. Und dann steht da Salvatore Ripalta. Oh, wollen wir das, glaub, mal, das mal... Kannst du das mal googeln, wer Salvatore Ripalta ist? Ich glaube, dass Unici sowas wie ähm, äh, Unique so in dem Sinne heißt vielleicht. Also einzigartig. Oh, hast du schnell gegoogelt und tust nee, jetzt wieder so, als wenn du so ein kluges ich, Schwein wärst, du Mistmade. Nee, du. aber das kann man doch ableiten. Das kann man wirklich ableiten. Ich Unici Deutsch. Antonia, es war wahrscheinlich... Okay. Ähm, Salvatore Ripalta, bitte. Oha. Mann, ey. Mann, ey. dicke Finger, Ripalta. Booking.com? Gibt's okay. nichts. Okay, gibt's nichts. Dann Tattoos das ist mäßig. Ein Ort, glaube ich, das ist ein Ort oder sowas. Die Rose dermaßen schlecht tätowiert, mein Gott, und das so prominent gesetzt. Allerdings finde ich hier, das ist doch die. Ähm, aber der macht auch so ein bisschen auf seriös, ne? Ja, naja, weiß ich nicht. Aber sie ist geil. Das ist doch hier von Toy Story die, äh, oder die Freundin von Lucky Woody. Woody dachte ich. Und das hier weiß ich nicht, was es heißt. Auf jeden ist Fall Arabisch. ist Arabisch, aber ich weiß nicht, was es heißt. Ähm, auf jeden Fall coole Atze, auf Ein jeden fresher Fall dude, fresher dude, aber auch dermaßen eifersüchtig, schon im ersten, äh, in der ersten Folge hat er klar gemacht, dass für ihn überhaupt nichts geht, wenn irgendwie eine Olle vor ihm mit irgendjemandem rumknutscht oder aber ich weiß weißt nicht was, was ich geil finde. Wie die einfach bei diesen Sendungen, da gibt es auch kein PC, wie er einfach so sagt, ja, ich bin ein bisschen altmodisch, eine Frau muss schon kochen, bügeln und so weiter. Echt? In der Twitter-Welt würde das heißen, er ist ein alter weißer Mann und er ist total ähm, frauenverachtend. Da heißt es einfach nur altmodisch. Ja, und da heißt es auch geiler Typ irgendwie, finde ich ja. gut. also man denkt <laughs> so, hä, das ist der absolute Show, wie? Also, so wie ich. So wie du. Uh, und kommt damit voll durch. Also deswegen, aber gebe ich eine 6 von 10. Es wird ich sicher witzig mit dir. Ich weiß nicht, wie interessant dem. der ist, ob der so krass interessant ist. Wenn ich ich sag 5 der, von 10. Ich das ist, ist eine 6 von 10. Das ist so ein Typ, der auf cool macht aber sicher ja. voll Drama bringt, weil er mega eifersüchtig ist. Das könnte Irgendwann, ich mir mal vorstellen. Weil irgendeine Olle mit jemand anders spricht und der dann so, nee, nee, das, das reicht mir jetzt und so. Ich schwöre dir, das ist so ein drama -Opfer. Das könnte ich mir vorstellen. Sehe ja. ich jetzt schon, sehe ich jetzt schon. Deswegen geil. Sechs von zehn. Wie heißt er noch mal? Danilo. Danilo. Nahm an Germany Shore teil. Germany Shore, was ist denn der deutsche Strand bitte? Oh Gott. Das habe ich, äh, hab ich glaube ich, auch mal auf Join gesehen, aber auch ich habe das, glaube ich, gesehen, oder also vielleicht verwechsle ich es jetzt, aber ich glaube, da war Yassin dabei. Oh Gott, Deswegen wirklich? Ich ja. Oh, das muss ich mal googeln dann. Gerd aus Plauen meldet sich. Kurze Plauen-Historie. Die Amis. Oh Gott. <lacht> <lacht> Gerd, hör auf. Gerd, beruhig dich. Es war nur, <laughs> es ist nur eine Theorie. Und bitte filme, wenn du irgendwas... Äh, Irgendwas Ungewöhnliches hörst oder Reptilienmenschen, bitte filmen und an hier die abgehobenen Schweine schicken. Genau. www oder Info die Schweine.de kommt auf jeden Richtig. an. Richtig. So vier <laughs> vier <wir. lacht> die abgehobenen Schweine.de finde ich super. Kannst du das bitte klar machen? Die brauchen wir. Nee, dieser machen wir so News auch immer, tägliche wichtige News und äh, aber natürlich gegen eine Bezahlwand. Oh, und jetzt kommt Daria von Germany's Next Top Model. Oh mein Gott, ist sie heiß! Das ist das dein Typ, ne? It's getting hot in here. So take off all your clothes. It's getting so hot. Ja. Das find ist dein Typ, ne? Also finde ich schon, naja, aber ihr Gesicht ist merkwürdig, finde ich. Ich Aber finde, es ist die, schon heiß. Bei dem Gesicht habe ich ein bisschen diese Vibes. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Wir? Wir? Google den mal. Wir filmen und dann macht das erste Bild. Daran erinnert mich dieses Bild ein bisschen. Und deswegen kriege ich ein bisschen Angst. Kann ich das jetzt online googeln? Ja, kannst du googeln. Ist nicht schlimmes. Wir filmen. Nee, du sollst es offline googeln. <laughs> Wir. Mach mal Bilder. Ja, ist ja hier Besetzung. Meinst nee, du Elit nee, Besetzung, nicht, meine ich meine nicht Besetzung. Ähm, oh Gott, mal. was ist denn das bitte? Da gibt es eigentlich so ein Bild, wo die Von so. Grinst. Ja, aber warte mal. Also, dann mach mal wir Film und dann mach mal dahinter Grinsen. Was ist mach denn mal, das bitte für ein Film? Mach mal bitte dahinter Grinsen. Oh Gott, ja, daran erinnert mich es ein bisschen. Echt? <laughs> Nein, <sage mal. lacht> Oh Gott, was ist das? Geil. Smile. Das heißt, der wir wir heißt auf Englisch Smile. Der Film ist wieder gut übersetzt von den Deutschen. Mhm. Eigentlich also, machen sie es ja mal so. Der heißt Smile. Das Lächeln der Toten. Mh. Waren tatsächlich 45 bis 7, so 45, 70 Tage in Plauen, schreibt Gerd aus Plauen. Mhm. Mhm. Die Armee ist wieder da. Die haben unser Land immer noch besetzt. Was? Weißt du, warum der Personalausweis Personalausweis heißt? Nein. Weil wir nur Personal der BRD GmbH sind. Oh geil, bitte, wir müssen das bitte, <laughs> such raus. Wir müssen es bitte gucken, wenn du irgendwas hast, irgendwas, was wir auf weiß, YouTube angucken können. Ich weiß auch nicht, ob ich, 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 das bitte, war bitte, Attila bitte. Hildmann oder so. Ich will sowas, genau sowas, damit will ich reacten, reacten mit dir, genauso wie äh, Reptil, Reptil... Luiden. Ja. Daria also, also. Wie heißt Daria? Daria, ja, ist aber pff, die super bekannt. Ja, wird die jetzt so interessant? Ich weiß nicht, ich glaube, die wirkte... Warte, wie wirkte sie denn? Ich gebe ihr... Eine 10 von 10. <laughs> du bist so ein perverses... Das ist ekelhaft. Bewerten wir jetzt das Aussehen? oder Nein, bewerten wir? ja, beides. Und nach Wertigkeit einfach. Also ich gebe dir 5 0. von 10. Dann nee, mache ich 3 von 10. Boah, du bist so ein ekelhaftes nee, ich, nicht. ich mag einfach Assis, die äh, interessant ja. sind. Also deswegen eine 5 gebe ich ihr. 4 oder 5. Hm. Sie wird auch noch für Troublesore, bin ich mir mach mal 4. 4. Super Zicke ist schon mal gut. Elia... Wer ist denn Elia? Warte mal, ihr Gesicht. Ach du Scheiße. Wer ist das denn? Ja, das ist so ein Typ, der, wo man nach sechs Folgen sagt: Hä? Ist der neunte, habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Haben die den vorgestellt? Ich kann mich glaub, jetzt irgendwie nicht dran erinnern. Null von zehn. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Null von zehn, Junge, hast jetzt schon verloren, obwohl du noch nicht im Bild warst. Schon <laughs> ja, durchgefallen. Ding, ja. Bei den abgehobenen Schweinen <laughs> durchgerutscht. Und wir sind ja sowas wie das Max-Planck-Institut für Trash-Talk. Ja, das kann man so durchaus sagen. Das finde ich eine sehr gute Analogie. Oh, Emanuel, der wird oh auch interessant Gott, werden. Oh Gott, Emanuel. Nee, der wird interessant werden, aber mega unsympath. Mega unsympath. So wie er äh, reingekommen ist, fand ich gleich mega unsympathisch, den Typen. Ich glaube, der wird auch ein eifersüchtiger Typ ja, sein. Ja, genau. Das ist so ein Typ, der eventuell äh, auch Beef mit Danilo hat. Beef mit Danilo hat und eventuell handgreiflich werden könnte. Könnte ich mir vorstellen. Äh, haben die da nicht irgendwas eingeblendet bei ihm, dass er so ein bisschen getrunken hat und dann ganz schön frech wurde? Und dann meinte er zu ihm I, I, einer, I, I, jetzt nach dem Bier bist du, bist du mutig oder was? Setz dich hin, hat einer zu ihm gesagt. Genau, weil der war beim Bachelor, die haben da gestern irgendwas, äh, obwohl gestern, nur weil ich es gestern gesehen habe, äh, irgendwas, wo die, wo es schon so ein bisschen auf fast äh, Prügelei. Ja, komm noch! Komm doch her, Mann! Der Mann, der Mann. Und dann, dann hat er ihn aber richtig eingeschult, der andere Typ, und meinte so, jetzt bist du betrunken und traust dich, Sprüche zu klopfen. Setz dich hin! Oder und dann irgendwo. hat er gleich so, okay. Sag, okay. <laughs> also, aber natürlich de äh, definitiv äh, wird er für guten Content sorgen. Sechs von zehn von mir. Ja, sechs von zehn, das wird ein guter Content, glaube ich auch. Jetzt kommt Fabio, mein absoluter Boah, Favorit. Der ist, ey, der geilste yeah, Typ. Zehn yeah. von zehn, Alter. Alter, dieser Bademantel, es ist, dann es, dieser Schnörres und dann hat er einfach so eine Speedy-Badehose an mit seinem eigenen Gesicht drauf. Wie geil ey, ist das über da? übergeil, Alter. Der Typ ist mir so sympathisch. Zehn 10 von zehn. 10, zehn 10 von zehn. Vor allem erinnert mich so an einen richtig guten Kumpel von mir. Ich weiß nicht, ob ihr gestern in dem Video, was äh, ich euch gezeigt habe, äh, der, der äh, Dude mit der, mit der Kappe und den langen Haaren, Finn, äh, Schlagzeuger, der ist so ein bisschen wie er. Also Finn ist nicht, er ist so ein bisschen horstig bei ihm. finde ich so, dass man nicht weiß, Meinst ist du der Finn mega... Jetzt hätte, ich fast seinen, jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt. Ähm, man weiß bei ihm, finde ich, nicht, ob er so. ob er ein Horst ist oder ob er mega cool ist. So, nee, ich, er, ist, er, ist, er ist kein Horst. Ich glaube, der ist eigentlich voll intelligent, aber der ja. ist auch so. er hat so eine Boss-Aura einfach. Mann, der und den, er fährt er scheißt ja einfach, auf alles. Man erfährt seinen eigenen Style, deswegen ist er so geil. Er scheißt auf alles. Vor allem, alles. das Geilste ist, er ist einfach Staubsaugervertreter. Wie geil so. ist das denn? Und auch, wie geil er das erzählt, weißt du, jeder, der irgendwie kein. Äh, nicht so self-confident wäre, der würde irgendwie Vertrieb. irgendwie rum, genau, würde irgendeine Scheiße sagen. Und er sagt, ey, ich bin Stoppsauger-Vertreter. geil. <laughs> und bringt es aber so rüber. Das ist auch mega cool. Alle so, ja. ja, cool, Alter. Und das Echt Beste cool. ist, wie wenn. Der, der spricht ja auch keine Mädels an, ne? Die sprechen ihn immer an und er, er ist dann so total. Äh, also ist für ja. mich der absolute Top-Dude, zehn ja, von zehn. Fabio, mein auch. absoluter Favorit, Alter. Ein geiler Typ. Geil, was wir hier für Werbung raushauen. Ich hoffe, wir werden bald gesponsert von Aito. Das so, hoffe ich auch. Äh, seit eineinhalb Jahren Single und hat davor eine zehnjährige Beziehung geführt. Okay. Okay, das nächste. Man ja, sieht man dich dann auch bald bei Aito. <lacht> <lacht> oh, wie alt. Jetzt kommt Jenny. Oh, Jenny. Ich glaube, die ist langweilig. Eating with ich my kann... ex. Was, was ist das denn? denn? Was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht, das Format. Keine Ahnung. Das hat sie privat immer gemacht. Sie ist, glaube ich, auch langweilig. Glaube ich aber, auch. Aber die ist aber, bestimmt aber, ganz nett. Aber ein bisschen süß ist sie, finde ich. Willst naja. du ist ist nicht? nicht, nicht typ. Ist nicht dein nee, ist Style. Nicht mein, Ey, ist nicht dein Style. Ey, was wir für abgehobene Schweine sind. Das jetzt hier noch so, das ist nicht mein Typ. Aber auch mit nicht. Ja, wenn du mich fragst, hey, was ich attraktiv finde, kann ich es so doch sagen. Das ist ja, kannst du, ist völlig PC. Äh, aber ich glaube diese ich glaube die ist, äh, ich glaub, die ist ähm, langweilig es ist sympathisch ja aber es ist langweilig ja es ist langweilig für vier, so Show, von aber vier von zehn vier von zehn 4 von 10. ja okay jetzt kommt Kim Virginia ekelhaft bon, ekelhaft die wird, ey, die ekelhaft. wird, die wird komplett eskalieren die du, ey glaube ich auch die wird den Content des Jahrhunderts bringen ja 100 Prozent deswegen ist schon zehn 10 von zehn 10 nicht von ey, der Sympathie aber ey, die wird die kommt da an und sagt zu diesem Mark ja, der ist echt dumm wie Brot, aber gut sieht er ja aus. So und zu, kommt die und, erstmal da an. Und zu Shakira sagt sie, du bist eine Bitch. Oder, oder hat, sie nicht auch, hat sie nicht gleich Fotze gesagt oder so? Nee, so das, Alter, Alter, das hat sie nicht gesagt. Sie das hat was hab. richtig Ekelhaftes gesagt. Ja, so, Bitch, man, ist so also, ekelhaft. Es gibt's. Ich finde die Schönheit, sagt gerade Dennis. Dennis! Das ist denn? Nee, die nicht, schreibt er jetzt. Ah! Okay, aber. Also die ich sag andere. dir äh, 10 von 10, weil du brauchst so eine Leute in so einem Format, sonst ja, wird es langweilig. Die wird eskalieren. Die wird sicher auch. Die den wird komplett. Boom, boom, room. Room. Ich schwöre, die ist die erste im boom boom room Das sowieso? Das glaube ich. Und die ich. wird, vielleicht wird die auch für Boom-Boom unter Typen oder mit Mädels sorgen. Also boom, boom, so. boom, Boom, Boom. I want you in my room. Genau. War auch schon beim Bachelor bei Temptation. Bei Temptation Island? Und Bachelor in Paradise. Also, ich gebe ja auch eine 9 von 10, die wird für Drama, Drama, Drama sorgen. Ja. Okay. Marie. Ach Gott, die kenne ich doch. Die war doch schon mal bei irgendeiner Show. Ja, aber die finde ich, ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, die hat es hinter den Ohren, sagen wir mal so. Aber die ist äh, irgendwie nicht so, dass ich sage, guck mal, diese anderen, die, die ist ja trotzdem irgendwie nicht, ist die Entertainment? Nee. Nee, nee, die war nee, letztes ne? Mal, ich war bei Are Wann, war die mal, glaube ich, und hat sich da sofort auf so einen Typ mal eingeschossen, so einen Jungchen, und war die ganze Zeit mit dem zusammen irgendwie und hat die ganze Zeit gesagt: so, Ey, die anderen müssen einfach auch mal andere probieren, wir sind hier eine Dating-Show, und hat selber die ganze Zeit nur mit einem abgehangen, wo man dachte: Alter, da, was ist denn mit dir nicht richtig? Kriegt von mir eine Drei. Ja, drei bis vier, so vier. Martini Teasy, alter, absoluter Edelmann. Ey. Ja, der ist wirklich geil. Der Vor ist allem... geil. Die Kette alleine, was steht denn da? Boys in the Hood oder? Nee. Was meinte der? Er kam rein und hat irgendein Lied gleich gesungen. Was waren das? Das wollte ich mir eigentlich aufschreiben, weil ich das so geil fand, wie er da reinkam. Ich weiß es nicht mehr, er aber geiler ein, Name. Geile Sau auf jeden Fall. Aber der ist auch nicht so, dass der jetzt, glaube ich, für so mega Ärger sorgt oder so. Nee, der ist so der Kumpel von jedem. Ja. Aber als er ist sympathisch. Sympathisch. Sympathisch auf jeden Fall. Sechs von äh, zehn. Sechs von zehn, aber der wird jetzt nicht für das Mega Entertainment sorgen. Ähm, der könnte aber auch eventuell Boom-Boom-Boom landen. Das könnte sein. Der war auch bei Ex on the Beach, ich erinnere mich, und der ist vor allem witzig, weil er immer so schon auf dick macht so ja yeah, und läuft so rum und hat aber ganz dünne so Ärmchen so, ja, ja, so Streichholzärmchen und man ja, denkt ja, so Diggi, ja. Das ist ein bisschen ja, kann man machen das ist so wie ich mit 16, als ich so eine Jeansjacke anhatte mit abgeschnittenen Ärmeln und an jedem Finger so ein Ring, Totenkopfring und Harley Davidson Ring und dachte so Dicker. Also ich würde so schon sagen, dass du nicht so bist wie Teasy, aber ja, du warst so wie er. Die Arme nee. waren genauso dünn. ich war cooler Diggi, das ist ja wohl klar. Ich war ein Punkrocker. Ja, was willst du überhaupt? Du willst wohl Beef mit mir haben, Dicker. Willst du richtig? Du willst drin mit mir haben, wie man so schön sagt, im Kreuzberg. Da kann ich überhaupt nochmal, muss ich mal ein ganz kurzes Zwischenstatement abgeben. Ja. Ich schalte mal kurz um. Ich habe heute im Radio gab es: äh, es gibt ja, kennst du diesen, diesen politischen Aschermittwoch? Nee. wo irgendwie alle Parteien irgendwie aufeinander rumhacken so fast wie beim Fasching so ö, 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 ö. und es gab gerade das gab's gerade in Bayern in so einem Dorf wo die CSU irgendwie dermaßen abgeht und da war der ganz der äh, große Sympath Friedrich Merz <laughs> der neue Kanzlerkandidat der sich in Position bringen will und hat gesagt ähm, er hat gesagt, wir sind hier nicht in Berlin-Kreuzberg, wir sind in jetzt Bayern. In Bayern und wohin dann äh, irgendwie Söder irgendwie meinte: Ja, aber Friedrich, du hast dein Abitur, du bist ein kluger Junge, aber hast dein Abitur nicht in Bayern gemacht. <lacht> <lacht> und, so, das ist und ich habe also dann. Das so richtige aus Bayern, ist so schlimm. Und dann. Habe ich mich erinnert, weil Friedrich Merz hat den gleichen Spruch in Thüringen gebracht Da hat er gesagt: Wir sind hier nicht in Berlin-Kreuzberg, sondern in, weiß ich was, Thüringen. in irgendeiner <laughs> Stadt in Thüringen, irgendwo, wo wir Deutsch sind oder sowas, hat er gesagt. Man dachte was? So, ja, so hat er es gemeint, weißt du. Und der ganze Saal so: <laughs> ja, genau, ja. Man dachte so: Ey, was, erstmal, was geht mit dir ab, Junge? Was läuft denn bei dir falsch? Was soll denn diese Ansage? Und dann habe ich mir gedacht. Nichts gegen Berlin-Kreuzberg. Ja, was sagt er denn dem CDU-Verband Berlin-Kreuzberg? Ja, das ist eine gute Frage. Was, Wir was? sind hier nicht in Thüringen. Ja, was, was sagt er denn dann? Ja. Wir sind hier in Berlin-Kreuzberg und nicht in Thüringen. Und alle so, ja! ja. Das was? macht er immer so wahrscheinlich. Immer, immer so irgendwas das Gegenteilige. Der sollte mal zu Are You The One gehen. So, das war mein kurzes Zwischen, meine kurze zwischengossip Ich Weiß ich zwar nicht, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist, aber es fand ich sehr gut, dass er von dieser Witz Du hast dein Abitur nicht in Bayern gemacht, der kommt schon unterschwellig sehr abgehoben, muss äh, ich sagen. Irgend eine Synapse hat kurz zwischen gesprayed bei mir. So, jetzt kommt Marvin. Oh, oh das, ist er. das ist er. Marvin heißt er. Das ist der Bruder von Calvin Klein, da steht's doch. Ey, Marvin ist so eine prollatze atze das sieht Ey, man das ist so geil, die beiden sind einfach so eine Mallorca-Atzen, so eine. Ich, ich sehen, wusste das sehen, gar nicht, dass die so die zusammen sehen, Mucke machen auch. Die sehen einfach original aus wie äh, in Berlin vor 18 Jahren. Ja. Naja. Atzen aussahen. Ist das so? Ja. Ja, die dann vielleicht, also Arzen aussahen, die aber auch in so Atzenläden rumgehangen haben wie nee, aber so äh, im da, Dorf oder so. Ja, und die unter den Arzen, die die Player waren. Ja. Ja, 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 Und hat auch natürlich die äh, Standardfrisur, die jeder. Natürlich, hat. Ohrringe, ja. wie Cristiano Ronaldo, eine geile ja, Kette. Ey, das ist auch so, was sind denn, was ist das denn bitte für ein Trend? Das haben ja wirklich komplett viele, jetzt echt viele. Was ist denn das? Das war ja in den 80ern so Mode, sich irgendwie so ein Brilli da reinzuschießen. Das kommt äh, das jetzt auch ich, zurück. Äh, habe ich jetzt auch äh, vor. Ich habe heute noch einen Termin und äh, werde mir die Ohrläppchen tätowieren. Und lassen. das ist auch so eine richtige Prollerkette, so das ist auch so eine das was die man teuer aussehen soll, aber nicht teuer ist. Was man so äh, mit 18 bei äh, Kaufhof irgendwie. Genau. Äh, guck mal, guck mal, ich habe mir etwas gegönnt. Das war eine Königskette, aber für 80 Euro, Baby, ich hab dir auch eine geholt. Für dein Fußgelenk. Oh. Aber ja. der, ist, der ist entertainment, sag ich der dir. Der ist jetzt geil. Schon. Ich will jetzt der nicht wahrscheinlich geil. haben wir jetzt einige Leute angepisst, die so eine Kette haben. Ich mach 8 von 10. Haben. Ich mach ja 8 von 9, 10. 9. Ja, vielleicht 8 oder 9, habe ich auch gedacht. Der, ja. wird, der wird geil. Und ich bin der jetzt schon geil. gespannt, ich geh noch mal nach oben, was er mit ihr abziehen wird, weil das sie steht Er wird so, irgendwann der, keinen Bock mehr haben. Ich glaube, der hat jetzt schon keinen Bock, weil sie so eine eifersüchtige Klette ist. Und ey, das wird sicher eskalieren zwischen denen. Das wird definitiv eskalieren. oh ja. das macht so Spaß, ey. Das könnte ich wirklich jeden Tag mit dir machen. Ja, lass uns doch machen, bitte. Wir, ja, müssen, wenn ich, nicht, wir machen wenn jetzt ich, nicht erstmal heute unnötigen die nötigen Telefonate mal hätte. Mann, ey, wenn der jetzt anruft, sagst du, sorry, ich habe gerade ein Are You the One Talk. Äh, ich rufe zurück. Also mega geil, das wird noch witzig. Wir müssen auch Bilder zeigen, natürlich beim nächsten Mal. Erstmal Vorstellung. Jetzt kommt Mike. Oh, jetzt, oh, ja. <laughs> Mike, Ey, weißt du, ganz kurz, das Erste, was wenn du Mike siehst, ist, der ist eine Mischung aus Marvin Plattenhardt und Marco Richter. Ich frage mich gerade, der war bei Sommerhaus der Stars? Ja. Was? Warum? Mit wem? Wann? Mit seiner Ex. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen, das ist doch der, der, der Sohn von Platte und Marco Richter. Ja, der, der, der schwulen, eheähnlichen äh, ehe Gemeinschaft, Platte und äh, Marco. Sieht, Marco Richter sieht ja sowieso aus, als ob er da mitmachen würde. Aber Platte er hat halt überhaupt. diese Ey, können wir mal bitte, Könnt ihr mal bitte ein paar Subs rüberschmeißen für uns, für, für Platte, wir müssen ihn zurückholen. Der Arme, der hält sich gerade bei, was habe ich gelesen? Irgendein Club in Berlin, so ein Bezirksliga-Club. Ah, hält er sich fit und hat keinen Verein gefunden. Es tut mir richtig leid für ihn. Und vielleicht sollte Aber er doch nochmal zurückkommen. Bei seiner Frau sollte es eigentlich ganz gut laufen. Die verkauft ja Sojamilch, falls du es mitbekommen hast. Plattes Frau. Ja. Seht ihr die Jungs? Welche Jungs? Ich sehe die Jungs. Ich sehe die Jungs auch. Siehst du die, die drei Jungs Kandidaten nicht? von Are You the One 2024? The One? Yes, ich seh die Jungs. Also der Typ ist ja wohl wirklich, äh, also der sieht fresh aus, denke ich mal, für viele Klientel, aber der ist ja wirklich... Also, war er der Erste oder wer war der Erste? Ich glaube, er war der Erste und das ist der, wo die äh, eine meinte zu ihm, der ist dumm wie Brot, aber sieht gut aus. Ja, da hat sie wahrscheinlich auch den Nagel auf den Kopf getroffen. <laughs> ich habe nur ein Zitat äh, wiedergegeben, ja. das ja, ist warum? nicht meine Einschätzung. Na, du kannst ruhig, äh, das ist ein Trash Talk hier. Man kann ruhig auch mal ein bisschen familiärer lassen. Okay. Er wirkt auf jeden Fall ungefähr in der, im, im gleichen IQ-Bereich wie du. <laughs> Dann wäre ja. Raketenwissenschaftler. <laughs> ja, sicher, das ist er sicherlich auch. Das ist er, glaube ich, nicht. Aber ich fand es schon beachtlich, wie er irgendwie den Confoncier gegeben hat da, weil er war als erster hatte, drin. Äh, und Alkohol hat, oder Kokosnuss? Das war äh, immer seine Frage. Und zwar hat er alle begrüßt, so als wäre er jetzt der Gastgeber von dieser <laughs> Sendung. So, Dicker, Dicker, bleib doch mal sitzen. Was glaubst du überhaupt, wer du bist? Hat, das ist ja so ein Beef-Ding zwischen Jungs, dann, dass du halt dann gleich sagst: Ey, ich bin hier der. Ich gehe gleich äh, in die erste Reihe, begrüße alle und alle anderen, ihr steht hinter mir. Da zeige ich schon mal so ranking-mäßig, weißt du? Ja, aber der sieht auf jeden Fall fresh aus. Der wird was mit vielen Frauen haben, bin ich mir sicher. Meinst du? Und ja? Das finde ich, find ich immer zehn. interessant. Acht von zehn. Okay. Jetzt kommt! Boah, Digga, der ist der ist der, der Mörder. Ist der typ, der Alter. ist der ist Alter, der ist also der kriegt eine 9 von 10, nee, der, 10. oder 10, aber knapp hinter Fabio, aber Alter, ja. ich muss das Bild um ich muss dich sehen in groß. Was war denn da bitte? <laughs> Was war denn da los am ersten Abend? Was ist denn in diese Kandidaten gefahren? Kannst du mir bitte mal erklären, wie kann Er sitzt man da im Pool und dann kommt da eine 20-Jährige und, und äh, flankt, schleudert den da ein. Und flankt die komplett weg am ersten Abend. Es Ey, gibt. Also, haben die denn überhaupt keinen Anstand? Ich gehe doch, geh doch nicht. Ich muss doch auch wissen, meine Eltern gucken zu. Meine Großeltern gucken zu. Meine Kumpels gucken. Mein Arbeitgeber, mein zukünftiger Meine... Arbeitgeber. Ey, du, wie kannst du denn nach fünf Drinks irgendwie so eskalieren, dass du im Pool schon fast den Geschlechtsakt äh, durchziehst? Vollziehst. Vollziehst. Und Alter, das war ja nicht nur die beide. da waren ja fünf Pärchen, die da abgegangen sind im Aber, Pool. Ganz kurz, ich komme gleich, ich muss mal ganz kurz was holen. Es geht schon wieder das Bild irgendwie nicht. Das sehe ich andauernd, weil deswegen gehen auch so viele Leute raus. Sonst hätten wir schon 10.000 Zuschauer. Ich bin gleich wieder Seite da, 10 Sekunden. Da rausgehen. Niemand geht da raus. Mann, jetzt geht er schon wieder. Ich kann nicht arbeiten mit diesem Jungen. Oh, shit. Ich schreibe mal, dass ich gleich nach unten komme. Unten ist Terror, Leute. Das heißt, wenn das Telefon klingelt, machen wir heute einen kurzen. Ah, ja, 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 wir müssen uns beeilen, unten ist Terror, habe ich gerade gelesen. Wie bitte? Ich habe gerade gelesen, äh, unten ist Terror. Das heißt, ich kann gar nicht so lange, wir müssen uns beeilen. Aber kannst du mir das mal bitte erklären, wie so viele Leute so eskalieren können am ersten Abend? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, Paco ist einfach so eine abgebrühte, geile Sau. Der ist, ja, der ist ja sowas von gechillt und cool und hat sich schon, nachdem er den Akt dort vollzogen hat, schon bereut, ey, mit was für einem Kind habe ich mich hier eingelassen? Ja, ja. Und er hat auch dem Typen hier gesagt, hier dem, äh, dem Bruder von Kelvin. Ja. Hat er auch gleich gesagt, dass er gleich verschissen hat, weil er da mit der Shakira irgendwie angebandelt hat? Meinte, du wirst nur Probleme mit der alten haben. Ja, ja. Du, aber für, für dich ist die Show vorbei, Dicker. Ja, ja, ja. aber dieser Paco hat einfach, ich sage dir, der ist auch, der sieht ja jetzt nicht aus wie so ein Schönling, aber der ist äh, Frauenmagnet äh, Nummer eins, auch wegen seiner Art. Der hat so eine, so eine Fuck-Off-Mentalität. Ja. Aber absolut, der wird, also 10 von 10, der wird da alles wegflanken. Ja, das hat man sofort auch. gesehen. Das, das wird so krass werden. Der hat auch einfach eine geile Attitüde, muss ich sagen. Absolute 10 von 10, Alter. Paulina, das ist ey, nämlich ey, du musst die. Mir zeigen, du musst mir zeigen, ich sehe nichts. Was? Ach so. Wieso? Ach, wir sind hier. Okay. Ja. Oh. Paulina, das ist genau die, die mit Paco nämlich schon. Das, ich sag dir, was das ist. Den das, Schleudergang eingeworfen hast. <laughs> ja, aber das war wirklich der Schleudergang. Und zwar im Schnellmodus. Aber oh ich, ich mein mu Gott. muss sagen, das ist, das ist genau die Art von Frau, vor der man sich hüten sollte. Meinst du? Ja. Okay. Die hat doch gleich gesagt, dass sie Kinder will und äh, gar nicht arbeiten will. Und ja, das, das hat sie zwei sein. Leuten erzählt, wenn man aber denkt. Und dann, dann machst du gleich hier. Ja, Am ersten Abend rum, Alter, du erzählst du, willst du eigentlich Kinder haben und was Festes? Das, das sieht irgendwie nicht so aus. Die wird den größten, die wird noch viel schlimmer als Shakira, ich dir. Fürchte ich auch. So vor, vor allem, wenn man Paco gesehen hat, der jetzt schon keinen Bock hat. Ich sag dir, jetzt schon, nächste Folge gibt's Tränen. 100 Prozent. Das wird sicher ja so geil. Und sie ist auch, also, ich finde, sie sieht mega nice ne. Gesicht. Oh Gott, ich darf das gar nicht sagen. Also, sie sieht schon sehr gut aus, sage ich mal. Aber irgendwas tönt mich ab, so sage ich es jetzt. Die Art. Mal. Die Art, ja. Genau. Ach so, was ist <laughs> es denn Nö, dann? Nö, sage ich mal lieber nicht. Äh, aber ich die, Art, die, die Art ist eine Katastrophe. Aber es ist, ist eine 7 ein von 10, weil es wird das ist, absolut. Das ist, eskalieren. Da, da, da fühle ich mich wie als man mit äh, 13 das erste Mädchen geküsst hat und die direkt mit dir zusammen sein wollte und dich nur noch genervt hat. Genau. Und dann hast du dann irgendwie gesagt so Scheiße. Ich, Was habt da, da gemacht? Da hinten ist sie und du bist über die Straße gegangen oder im Club sofort wieder rausgegangen hast deinen Kumpels gesagt, ey Leute Scheiße, wir müssen gehen. Ja es genau. Nicht, es geht nicht. Es geht nicht, Es genau. geht nicht. Gut. Sieben von zehn. Peter. Peter. Habe ich gar nicht gesehen. Wer ist das denn? Kenne ich nicht. Null oh, von zehn. Null von 10. Ich, ich kenne nicht. Ich habe... Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt er ja noch. Ja, können wir danach noch mal eine Bewertung machen. Ja, also gebe ich auch keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Peter? Sabrina. Das ist doch die Kleine... Die äh, kleine aus, Österreicherin. Aus die sich ganz schön hat die, operieren die wieder, Die ich gar nicht wiedererkannt habe. Ich auch nicht. Aber sie kam das Geilste an, war ganz am Anfang... Jetzt glänzt aber ganz am Anfang, dieser Mark redet, äh, nee, wie heißt der? Äh, äh, der, wo die eine meinte, der ist ein bisschen blöd. Wie heißt der nochmal? Äh, er heißt, wo war der? Nicht so weit oben. Mein Gott, sind das viele Mark? Leute. Hier, Mike. Ma Mike, Mike. Er redet mit ihr und ähm, ich weiß, wer du bist, sagt er so. Du bist Sandra, er sagt, ja. sagt sie. Sabrina. Es ist einfach geil. Aber sie ist auf jeden Fall auch für Entertainment gut. Ich würde ihr so würd eine 7 geben. 7 würde ich auch geben, ja. Ja. Und irgendwie hat sie was. Sie zwar, Allein zwar, für den Dialekt. Sie hat zwar, ist überhaupt nicht meins, weil die so plastik ist. Aber also da geht was, würde ich, würd ich voraussagen. Würde ich auch voraussagen. Und jetzt kommt Sandra. Oh Gott, die finde ich ganz schlimm. Und ich finde sie auch so schlimm, weil es ist die Ex von Tommy. Und es hat mich richtig schockiert. Oh, Putain. Es hat mich richtig schockiert, <laughs> dass die da mitmacht und vor allem, wie sie sich verändert hat, ey. Findest Fendlich? du nicht auch, ich, also ich finde bei Ex on the Beach mit Tommy, da dachte man so, ist ja eigentlich eine nette. So, ein die, die kommt, das ist ganz, das ist der Satz, stille Wasser sind tief. Die ist ganz äh, gefährlich, hat man ja gesehen, wie die, die sich ist, verhält und das nicht einsieht dann sogar. Und die hat sich auch so, die sieht auch gar nicht mehr so gut aus. So, bei Ex on the Beach dachte ich so, es ist schon heiß. Die ist sowieso nicht mein Typ. Das Und jetzt denkt keinen... man so. Ich, oh. Wie findest du, du bist ja auch so ein tätowierter Typ. Wie findest du Tattoos bei Frauen? Ja, kann man so nicht sagen. Kommt darauf an, was für Tattoos. Also kann Fall, schon ja. geil. Kann, kann schon geil sein. Nee, ist gar nicht meins. Ist gar nicht... Die hat ja den ganzen, ist das ganze Bein voll. Ja. Aber, Aber hat sich auch, auch nicht so unvorteilhaft also, entwickelt, muss man sagen. Finde ich nicht so sympathisch irgendwie. Ja, hat sehr schöne Augen, aber. Aber sie wird, ähm, abgehen. Glaube ich, fürchte ich auch. Und deswegen gibt man ihr auch eine 7, oder? Ja, ja weil die wird äh, für Stress sorgen. Oh, schade, Ey, Tommy ist einfach so ein Ehrenmann. Tommy und wie heißt er? Tommy und. Jaja? Nee, Gigi. Oh, Gigi. Gigi. Oh, schade, einfach. dass der nicht dabei ist. Oh, Mann, Alter, das Gigi und Tommy. Die müssten auch einen eigenen Twitch-Kanal machen. Die würden wir sofort einladen. Jetzt kommt Stephanie aus Berlin, yes. glaube ich. Ne? Kann es sein? Ach, die. Mhm. Stefanie sieht mega hot auf dem Bild aus. Und bei Ayo the sieht One ganz aber aus. denkt man so: Ey, was ist denn das für eine Grotte? Oh Gott, was, wie ich hier rede. Sowas so würde ich nie sagen. Würde ich auch. Ich distanziere mich von dir Mit selbst. Ja. Aber <laughs> es ist eine mega sympathische. Äh, die, die ist sympathisch, aber die ist, glaube ich, nicht. Ach nee, so aus Augsburg Element. ist sie. Sie ist allerdings. Ähm, Mega langweilig, glaube ich. Nee, ist aus glaube Augsburg, sehe ich, seh ich gerade. Ihr, ihr Ex war aus äh, Berlin, Ist doch geil, dass überhaupt ich. noch 13 Leute da sind, obwohl keiner ein Bild hat. Ist wirklich so? Warum <laughs> hat denn niemand ein Bild? Na klar, ist hier ein Bild. Ich sehe die Übertragung. Ja, Und aber auf, wenn du reingehst, ist kein Bild da. Auf dem Twitch-Kanal ist natürlich ein Bild. Du darfst nicht leaken, du darfst es nicht leaken, Man, oh, Mann. Ey, Junge, warum denn nicht? Siehst ja, das? weil du dann eine Abmahnung kriegst von Twitch. Zu zu null, null Papa hat Bild er Time Floor hat okay. Auf Bild, Mann. Ihr seid. Siehst du, du bist so ein Nöler. Dann hab, nur ich, dann hab nur ich kein Bild. Es tut mir leid. Ja, aber du hast ja ein Bild über das geile Programm hier. Okay, aber sie ist mega langweilig. Ähm, ja, weil sie vier. sofort, ja, würde sogar eine 3 geben. Drei. Aber es ja. ist nette. In Real Life wahrscheinlich eine nette. Jetzt kommt Steffen. Wer ist denn Steffen? Hä? Oh, der ist oh, auch yes. mega langweilig, sag ich dir jetzt schon. <laughs> Steffen! Das ist so ein Nicey, das, das ist auch so ein... Diese Tattoos passen einfach gar nicht zu ihm. Gar Schicksal, nicht zu ihm, genau. Dein, wie mit ja. deinen Tattoos? Ich bitte. Ich glaube, das, ich glaube, es hakt, Alter. Null, Alter. Ich bin ja wohl predestiniert, ey. Du bist so ein Disser. 57. Sagen, ist das dein Geburtsjahr oder? Das glaube ich kaum. Das ist vielleicht irgendeine arische, arische Gemeinschaft, die er angehört. Der das Steffen, stimmt. also gebe ich eine Eins von Zehn. <laughs> aber der ist bestimmt nett, aber das ist... Der ist sicher nett, aber der ist einfach so langweilig, kann man jetzt ja. schon sagen. Ähnlich wie, wie hieß er? Ja, wo ich nicht mal weiß, wie er heißt, den ich noch ja. nie gesehen habe. Peter. Nee, davor gab es noch einen, wo man dachte, also Eins von Zehn. Max. Hä? Hä? Hab der ich ist auch noch, noch nicht da. da. Habe ich, ich nie gesehen. Der kommt vielleicht später erst. Meinst du? Der ist doch nicht da. Keine der Ahnung. Der war nicht da in der ersten Folge. Max. Aber die anderen habe ich ja auch nicht gesehen. Vielleicht kommen die auch alle später erst. Keine Ahnung. Ja, also gibt es eine Null. Mhm. Das war's. Das war's, das war's, das war's. Ja, und. Ja, muss ähm, ich und sagen, äh, super Cast. Super Cast. Ähm, man kann sich auch was freuen, oder? Man kann sich auch was freuen. Mir hätte noch ein Yassin, wäre noch gut gewesen, vielleicht. Oder ein Gigi, so ein Typ noch. Aber, es Aber wird wir haben mega spannend. jetzt müssen wir nur gucken, wo kriegen wir Bilder her von Are äh, brauchen wir doch nicht wir quatschen einfach drüber kriegen wir dann gleich aber kriegen wir, kriegen wir gleich ein, äh, eine Verwarnung wenn wir, das, wenn wir das zeigen würden ja ne ja ich glaube ja also zumindest auf YouTube bei Twitch bei Twitch weiß ich nicht bei Twitch wahrscheinlich auch oder? bei Twitch glaube ich eher nicht aber ey Mann was du für einen interessierten Eindruck wieder machst du schwein ja, ich bin interessiert ich bin müde Alter ich habe oh, drei Manometer. Stunden geschlafen okay ja, das äh, äh, war unser I the One. Äh. Mega. Es war übelst geil. Es war übelst geil. Wollen wir mal ganz kurz fünf Minuten, muss ich dir noch was zeigen. Bitte. So können wir nicht rausgehen. Wir müssen die noch die Davidwache. Die david Wache. Wenigstens fünf Minuten. Ich will den nächsten nächsten Einsatz mit dir noch gucken, okay? Mhm. Ja. Mhm. Oh, wie interessiert du denkst du oh, nee. an? Ja, ich, ich, ich will, dass du es jetzt großbild machst hier. Ja, will ich. Ich muss ja erst Ende den auf kommen. den Kiez. Damit alles friedlich bleibt, Ach, bleibt überwacht das. die Polizei besonders frequentierte Orte mit Videokameras. Mach Mach doch heute mal großbild. steht zusätzlich Warte eine an. Im Laufe der Nacht ähm, ein Einsatz zur Gewaltprävention. Ähm, da geht es hauptsächlich um... Das Glasflaschenverbotsgesetz, was hier durchgesetzt wird, was ab 22 Uhr herrscht bis morgen früh. Wie geil, auf St. Pauli, Glasflaschenverbot. Ne? Das ist ja <laughs> geil. Das, das ist bestimmt richtig einfach durchzusetzen. Und da freut sich auch jeder Polizist über dieses ja. Gesetz. Ja. Oh, danke. <lacht> <lacht> Stress. Das <laughs> ist nichts anderes zu tun, als nur den Leuten zu sagen, dass sie keine Glasflaschen benutzen dürfen. Ja. Bitte hier, oder es gibt jetzt ein Verbot. Hier, bitte verlassen ja. Sie dieses Gebiet. Verlassen Sie St. Pauli, hat er gesagt. So, hä? Ja, stimmt. <laughs> Dann sind wir wesentlich das mehr als sonst? Heute sind wir von der Hamburger Polizei ähm, anderthalb Hundertschaften. Ähm, ich, das mag sind um die ich mag den Dialekt auch, du. Anderthalb Hundertschaften sind dafür abgestellt. Das Glasflaschenverbot. Um Glas, zu setzen, du Das Glas, Das Glasflaschenverbot. Nur um dieses eine Thema oh, kümmern um, werden. Kann die, kann ich... Ja? Rund 50 bis 60 Verstöße gegen das Glasflaschenverbot zählt die Polizei pro Abend. Ja. Nur? Ich glaube, das ist aber ein Prozent der Glasflaschen, die da umgetragen werden. Guck mal, was ist denn das bitte für eine Einsatzbesprechung mit was für Leuten? <laughs> ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, ich meinte gerade wirklich, das ist ernst, sind die im Altersheim? Ja, also, genau. Das sind die, die das durchsetzen müssen. So irgendwelche Hartz-IV-Empfänger, die dann so äh, ey, ey, ey. als Zusatzjob Glasflaschenverbot durchsetzen müssen gegen die betrunkenen Arzten. Entschuldigung, äh, ich wollte mal sagen, ich, die ich wollte Glasflasche Sie darüber informieren, darf. dass hier striktes Glasflaschenverbot <laughs> ist. Was willst du, äh, Könnten Sie bitte die Glasflasche in diesen Pappbecher... Verlassen an Pauli. Ja, das ist so gut. <lacht> <lacht> Gott, ey. Da seid, ähm, warum machen wir den Einsatz heute? Wir gehen jetzt in die, in die Weil können. Sommerjahreszeit. Alle sind leicht bekleidet, auch sind aber erst in den Flaschen rum. Also diese Zugriffsvariante, dass Glas benutzt wird ähm, und auch überall ähm, rumliegt, das ist einfach nicht so gut. Und wir haben halt dieses Mittel, Verbot ist nicht so gut. Und dann sollten wir das auch wir haben halt dieses Mittel, Schlagstock und Pfefferspray. Das wirkt immer bei diesen Verboten da. Das können wir einsetzen da und dann ruhig ein bisschen knüppeln, wenn er am Boden liegt da. <laughs> Topfer. Sebastian Krause ist seit fünf Monaten. An Chef diese Stimme. Der Wache. Ich liebe diese Stimme. Es ist egal, um was es geht. I, äh, iPhone ist seit einem Jahr Mitglied bei den Bandidos. Er hat ein paar <laughs> Tränen tätowiert, die für Totschlag stehen. <laughs> Und dann, sagt, dann zeigt er so aufgezeichnet äh, von, der, von der Hamburger Polizei der Stammbaum der Familie. Und dann ja. zeigen die da so, zeigen <laughs> das ganze Familie. Es ist einfach so geil. Äh, bitte, das müssen wir. Ey, was wir hier noch für Content bringen, das müssen wir alles gucken zusammen, Deka. Alles gucken. Er selbst an der Großkontrolle teil. <laughs> Gerade an den Wochenenden lassen es sich Touristen, Junggesellen und Junggesellinnen. <laughs> boom, 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 boom. I want you in my room. Haben wir sie nicht bei Are You the One gesehen? Die spielt mit der Kamera. Und die spielt wie es lass die Haare in der Tasche lebendig sein. Ist von ein Junggesellenabschied oder sowas, oder? Würde ich auch sagen. Und ich sag dir, es gibt ein Auswärtsspiel bei St. Pauli. Ich weiß ja, wer da zusammen hinfährt. Hm. Auf die Davidswache. Ich muss Flo von der Davidwache abholen. Er hat zu viele <laughs> Glasflaschen dabei gehabt. Genau im umgekehrten Falle so, also, Mann, ey Tom, alles klar. <laughs> Wann rede ich denn so? Und dann, äh, ich und Dennis so, mm, okay, wir müssen ihn da rausholen und so. Hast du mich schon mal so reden hören? Ja, in deinen Streams, wo du dann auf, auf, auf wichtig machst, so. Also man muss sagen, dass. Die Viererkehr, ja, halt mal also ein Quatsch. Aber gut gefallen hat mir eigentlich der Marc Oliver kämpft. Er ist wieder auf 0,5% Geschwindigkeit abgespielt. Jetzt, ne? Bitte, das muss ich wirklich mal machen, weil dir das muss so witzig sein. Na, eigentlich muss, mal. muss ich nochmal reacten, Alter. Gehen. Moin, hallo. Glasflaschen sind hier verboten in dem Bereich, ne? Okay. <laughs> Bitte. Guck mal, so eine Wodkaflasche. Geil, Belvedere oder uh. so. Sorry. Ja, warte, nee. ich trinke schnell aus, du. Belvedere, Uranov. Uranov. Du bist hier der Experte. Ich trinke nie was. Uranov. sie dir. Ist, ja. ist Glas. Ne? Hurra. Sie heiratet, siehst du? Mhm. Hurra. Hurra. Mein Leben ist vorbei. Was wird hier hinten für ein Gruß gemacht? Eieieiei, ganz dünnes Eis, mein Abmahnung Freund. geht raus, du Schwein. Wir sind hier nicht in Berlin-Kreuzberg! Ja, ja. Wir sind hier nicht in Thüringen. Okay. Das bitte. ist eine Ordnungswidrigkeit. Kostet uns mindestens 30 Euro. Gucken Sie mal, hier vorne ist eine Mülltonne. Da können Sie <laughs> Was jetzt mal. Eine da, Guck mal, er sieht echt aus auch wie Mike. Nee, wie hieß der, der wohl gesagt haben? Eins von zehn? da vorne. Na, schmeißen Sie gleich mal weg. Schmeißen wir gleich mal weg. Das sind ja nicht erlaubt. Das also, ne? muss ich mir jetzt aber nicht. Ja, die dürfen nicht verkauft ja. so, werden. Ja? Also, die können sie auch rumfüllen lassen. Das machen die. Ey, das das ist, Problem das ist, ist, dass die Flaschen da natürlich nachher möglicherweise. Wir genau vor so einem Späti, der die Glasflaschen verkauft. <laughs> Und Vielleicht hier, mal die Wurzel des Problems in Angriff nehmen. Und hier die drei Staubsaugervertreter, die sich gerade mal ein richtig geiles Wochenende im Puff gönnen, denken so mit Astra was, was ist denn hier los, Mann? Hier <laughs> rumliegen, nee, wir alle Alles like, Kippen Sie um. Okay. Wie der Typ da, hast du leider nicht gesehen. Davor war ein Typ, der aus, glaube ich, Stuttgart kam und den haben Prostituierten abgezogen. 1.800 Euro hat er denen gegeben, weil er dachte, das, das ich, ich, das Sex. ich aber. ist einfach zu geil. Ja, das glaube ich. Und noch einen Schlag in die Eier hat er So bekommen, richtig ne? rumgesprochen hat sich das Verbot bei Touristen und Partyvolk noch nicht. Der Revierleiter sieht da Optimierungsbedarf. <laughs> ja, das ist so nüchtern. Man Aber guck mal, du kommst hier hoch und du siehst nichts, ne? Also du siehst kein Schild. <laughs> ja, was, was für ein Schild, ein Banner. Bitte keine Bierflaschen hoch. hier. Du kommst hier hoch und du siehst nichts. nichts. Richtig. Herr Krause, was geht denn, Alter? ...Piktogramme. Und man kommt hier hoch und geht, guckt erstmal, okay, was habe ich jetzt für einen Untergrund? Ich wechsle den Untergrund von der Treppe auf normal und sehe das hier. Wäre das vielleicht nicht schlecht. I going deeper underground. Moin. Hallo. Die Polizei. Alles Gute. Steh mal auf. Komm mal ein bisschen... Sieht gut aus. Oh, Ne? Mach langsam, mach langsam, mach langsam. ja, ja, ja. Geht das? Das sieht aus wie du nach dem letzten Heimspiel am Hecht, als ich gegangen bin. Ja, so ungefähr war der Abend dann am Ausklingen. <laughs> <Ja. lacht> Geh mal ein bisschen in Bewegung, ne? Dass du... Warum du dich den den Die fallen ja über dich. Echt Anzeige geht raus zu okay? oh. Geh mal los, ne? Ey. Verlass San Pauli. Nervt das. Auch die Einsatzkräfte <laughs> Verlassen ähm, sie seinen Pauli. Wenn man immer wieder angesprochen oder angefasst wird und das ist alles unschön. Aber Wer wir guckt, wie so ein Wauzi. Das ist voll traurig. So, das, ist das ist alles unschön. unschön, dass sie so angefasst werde ich von denen. Aber ich es trotzdem gut Polizist zu sein. Auch Polizei. Das gehört zu unserer Aufgabe dazu und deshalb ist das natürlich nicht die schönste Aufgabe manchmal. Man muss aber auch sagen, die Arbeit hier polarisiert auch. Entweder man mag es oder man mag es gar nicht. So sieht Aha. es aus, genau so wie Kanal. Aus. Entweder man mag ihn oder, oder man mag ihn gar nicht. So sieht es aus, mein Freund. Und damit. Lassen wir es bewenden, bevor nur noch vier Zuschauer diesen Kanal sehen. Das ist äh, völlig Ich finde, ja, also find, man kann es als Erfolg verbuchen, dass wir am Anfang fast 30 hatten und jetzt noch wie viel? 14. Ich glaube, das ist ein Die Leute sind eingeschlafen. Es ist ein gutes äh, Zeichen für Content, aber unsere Followerzahlen sind hoch auf 92 gestiegen, Leute! Buh. Bom, bom, bom. Wir müssen es mal bitte zur Prime-Time Prime machen. Da bin ich mal gespannt, was die Leute, wenn mehr Leute bei Twitch sind, was die Leute dann machen. Ich muss dazu sagen, ähm, dass dieses Klientel, das wir hier bedienen, wahrscheinlich eher um diese Uhrzeit Zeit hat. Okay, aber wie sieht es denn aus? <laughs> bist, du am Na, Wochenende schon, bist du schon am Wochenende verbucht für Ja, leider ja. Abends Sonntag, eine vielleicht. Sonntag vielleicht. Oh. Ja, dann sag doch mal Bescheid, da freut sich Nali. Nee, die arbeitet, weil Samstag habe ich nämlich äh, Date Day. Oha, Nali arbeitet, da hast du Date Day. Oh Gott. Nein, am Samstag, Mann. Hodenlos, hodenlos. bodenlos, bodenlos. Da habe da ich Date Day. Hodenlos. Da wird mal, ne? Der Schleuder angeschmissen. angeschmissen. Ist, der Schleuder kann <laughs> angeschmissen. Da wird getindert, bis die Schwade kracht, du. Gut, sag hast einfach du Bescheid. Tindert? Nö. Aber ich habe Kinder. <laughs> so, der war richtig gut. Also ich würde sagen, wir sehen uns ja gleich wieder, bevor, ja. Ich, bevor ich das nicht darf. Schnell noch ein paar Brötchen <laughs> geschmiert, einmal Wasser ins Gesicht gespritzt <laughs> und dann geht es schon wieder weiter um 1945. Ich hoffe, es bleibt bei Wasser. Das hoffe ich auch. Du <laughs> bist so ekelhaft. Ich distanziere mich von all diesem widerwärtigen, sexistischen Kram und sage, es war ein hochwertig... Intelligent, An, qualitativer Stream. Und ich muss sagen, so kann ich auch besser jetzt weiterarbeiten. Ja, ich bin motiviert. Und du hättest mal ruhig sagen können, dass du dieses David-Wachen-Video schon kennst, weil wir müssen natürlich reacten auf Sachen, die du noch nicht gesehen hast. Nee, aber soweit hatte ich nicht geguckt. Ich hatte nur das am Anfang gesehen. Okay, dann können wir also weitermachen, weil ich liebe diese Reportage. Hm. Ich liebe sie auch. Okay, und dich hasse ich in diesem Sinne. Dich hasse ich hasse dich noch viel mehr. Bis später, du schön. Schwein. Bis später, du <laughs> Schwein. Ciao.